Hallo Welt, da sind wir wieder und unsere Nachbarin ist auch da und unsere Nachbarin ist im Team und wir teilen ja unsere Teamkarte gar nicht. Wie kommt das denn? Wir haben doch auch hier so eine schöne Teamkarte, die können wir doch teilen normalerweise. Ja, so sieht das doch schon besser aus. Ich habe mir gedacht, dass wir unseren Verkaufsautomaten noch etwas befüllen. Ich hätte ganz gerne zum Beispiel Gemüsestärke drin, das müssen wir uns mal ausrechnen. Und Kleber hätte ich ganz gerne reingepackt. Vielleicht sogar die großen Mengen Kleber, mal sehen. Hier hätten wir die großen Mengen Kleber. Verkaufen wir für nur 9 Kronkorken. Ist doch geschenkt, da sind 10 Kleber drin, finde ich, ist recht günstig, mal sehen. Was wir machen können als nächstes, wir werden also jetzt einmal ernten gehen. Wir wissen, wir brauchen Holz natürlich. Für alles brauchen wir Holz. Wir haben noch 10 Großmengen Holz drin, also 300 Hölzer hätten wir noch drin bei uns. Wir brauchen Mais, das werden wir gleich mitnehmen. Ja, und sowas hier nehmen wir auch gleich mit. Oh, hier wurde ja etwas zerstört. 7 Holzreste nur. Na gut, da hat sich jemand bedient dann. Ist ja, dafür ist es ja da, sonst hätten wir das ja auch abgeschlossen. So, wir gehen vor allem aber mal... Ja, wir können bei uns ernten, aber wir gehen vor allem mal zur Nachbarin. Die hat doch wesentlich mehr Zeug in ihrem Garten stehen für Kleber. Und sie hat ja auch nichts dagegen, wenn wir ihr im Garten mal so ein bisschen helfen bei der Ernte. Oh, da fällt mir gerade auf. Mutterbeeren 2. Haben wir denn den Skill Grüner Daumen? Wo haben wir den? Ich hätte ihn vermutet hier unter Glück. Grüner Daumen ist hier bei Perception. Da ist er auf höchster Stufe. Okay, gibt's nur die eine Stufe. Sehr schön. Und außerdem hätten wir dann noch super duper. Ja, die Brombeeren brauchen wir nicht unbedingt. Aber was wir dann noch brauchen, das wäre Mais. Und die Tatos bräuchten wir auch. Sehr praktisch, alles in einer Reihe aufgebaut. So kann man wunderbar ernten. Super. Reparieren. Dünger haben wir jetzt nicht. Eine Pflanze ist kaputt. Ja, wir sind auch Gärtner. Wir ernten nur und die kaputten Pflanzen lassen wir da stehen einfach. No, die sollten wir mal reparieren. Wir gehen hier aber erstmal jetzt die Tatos noch ernten. So. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal durchgehen und die kaputten Pflanzen reparieren. Hier müsste es doch auch irgendwo Dünger geben. Ja, hier oben. Brahmin melken. Aber was wir vielleicht noch machen könnten, ja, wir könnten vielleicht auch noch Klingenkorn sammeln. So, wo war denn die Pflanze, die nicht mehr in Ordnung war? Die war doch hier zwischen irgendwo. Also jetzt... Ah, da ist sie, okay. Prima. Das war's und dann war eine Maispflanze auch noch kaputt. So, haben wir auch repariert. Sehr schön. Da war noch eine kaputt. Wunderbar. Ja, dann gucken wir doch mal, wie viel wir da rausbekommen haben jetzt. Mais 42, Mutterbeeren 46 und Tatos 67 sogar. Ein paar Sachen haben wir aus unserem Camp mitgenommen vorhin. Also Tatos haben wir massig.
Mais und Mutterbeeren könnten wir noch gebrauchen. Ja, und vom Brahmin nehmen wir hier auch gleich mal vielleicht ein bisschen Dünger mit. Das Brahmin können wir auch melken hier. Wo ich so begeistert war letztens, da hat jemand zubereitetes Essen verkauft. Das fand ich nicht schlecht. Denn das verdirbt doch normalerweise. Aber auch da, der hatte Ahnung, der hatte ein cooles Camp, der wusste, was er da tut. Ja, und mich hat's gefreut. Und ich frage mich, wie das dann läuft. Also wir haben da nichts gekauft, weil ich brauche ja sowas zu essen nicht. Haben wir ja selber. Ich frage mich, ja, dann müsste man am Anfang einer Aufnahmesitzung, müsste ich dann sofort Essen machen? Dafür müssten wir erstmal jede Menge Wasser vielleicht, das kann man ja auf Lager legen. Ja, das werden wir jetzt auch mal machen. Uns hier ein bisschen Wasser holen. Ja, deswegen hätte ich ganz gerne den Dekontaminierungsbogen. Na, das sieht doch schon etwas besser aus. Jetzt können wir doch ordentlich was herstellen, wenn wir genügend Holz haben und natürlich Wasser. Den Dekontaminierungsbogen hätte ich natürlich sehr gerne. Das sollte ja eins meiner nächsten Ziele sein hier, dass wir den aufbauen und zwar hier zum Wassersammeln irgendwo, damit man da immer sofort durch kann. Wir behelfen uns jetzt erstmal mit einem Redix und nachher dann eben mit Redaway. Und sammeln ordentlich jetzt Wasser erstmal. Ja, Déjà-vu, das haben wir ja schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Wasser geblieben ist. Ja doch, wir hatten das mal unserer Nachbarin gegeben. Das waren 120 Teile Wasser. Und nachher, als wir geguckt haben und ein bisschen Wasser brauchten, da war nur noch ein Teil da. Ich weiß nicht, wo der Rest an schmutzigem Wasser geblieben ist. Also abgekochtes Wasser war das sogar schon. Ja, vielleicht sollten wir einfach schmutziges Wasser oben sammeln und abkochen sollten wir das dann vielleicht tatsächlich so weit nur, wie wir es brauchen. Und dann hätte man in der Kiste auch immer so einen Puffer. Schmutziges Wasser kann man ja auch mal wegwerfen. Also wenn man dann irgendwas Besonderes hat und da unbedingt jetzt noch irgendwie 100 Pfund oder so an Platz braucht, dann hat man da immer so einen Puffer und kann das schmutzige Wasser eben wegwerfen und das ist ja schnell wieder ersetzt. Oh, das funktioniert aber erstaunlich gut jetzt mit dem Redix. Wir nehmen ja so gut wie keine Strahlung auf. Da frage ich mich jetzt, haben wir schon die... Naja, wie viel brauchen wir wohl? 100, 200? Wir wollen ja auch Suppe noch machen. Haben wir die schon erreicht, die Grenze? Mal sehen. Schmutziges Wasser. Ja, wir haben fast 400. Also das sollte dann schon für eine Weile reichen. Aber der kriegt den Hals nicht voll, macht natürlich noch ein bisschen weiter. So viel können wir ja gar nicht, das können wir ja gar nicht, das können wir ja gar nicht abkochen. So viel Holz haben wir ja erstmal gar nicht. Hat jemand vielleicht auf eine Mutation abgesehen? Mit der Mutation, das scheint nicht zu geben heute. Ah, jetzt. Naja, wir sind erstmal nur krank. Noch nicht mutiert. Ach, haben wir vielleicht die...
Was sind das? Die gestärkten Gene, glaube ich. Haben wir die Karte vielleicht drauf? Deswegen. So, ich denke, das sollte aber reichen. Eine Mutation kriegen wir wohl jetzt gerade nicht. Wir werden einfach nur ein bisschen verstrahlt. Ein bisschen. Ja. Boah, ja komm. Dann machen wir die 1000 voll, hä? Derweil will ich doch mal gucken, ob unsere Nachbarin vielleicht etwas Holz noch hat. Ja, sie hat auch noch Großmengen Holz, 20. Naja, die großen Mengen sollten wir besser verkaufen, aber vielleicht können wir sie auch brauchen. War's das? Mehr können wir nicht sammeln. Oh, das reicht jetzt aber wirklich auch. Dann haben wir noch ein Red Egg, damit es uns etwas besser geht. Oder wir haben doch gerade die Brahmin-Milch bekommen. Ja, 5-mal. Entfernt 25 Rats, verringert Hunger und Durst. Bevor es verdirbt. So. Kann natürlich auch sein, dass wir irgendein tolles Rezept mit der Brahmin-Milch haben, dass wir da irgendwie was machen können. Irgendwas Schönes braun daraus. Halloween ist vorbei. Sollten wir die vielleicht reinnehmen, die Kürbisse abbauen? Na, wir gucken uns erstmal ein paar andere Camps an. Wie sieht's denn auf der Karte überhaupt aus? Auf der Karte sieht man gerade jetzt einige andere Spieler, aber von den Camps her, ja, hier unten ist noch irgendwo jemand mit einem Halloween. Mit einer Süßigkeitenschale. Hier ist auch noch jemand, also lassen wir das auch erstmal noch stehen. So, dann mal runter in die Unterkunft und wir schnappen uns etwas Holz von unserer Nachbarin vielleicht. Die Karte Super Duper sollten wir ja noch drauf haben. Ja, haben wir. Pharma-Fan haben wir außerdem noch drauf. Wie war das bei der Intelligenz hier nochmal? Genau, die können wir schon mal austauschen. Die Waffe haben wir jetzt verbessert. Chemiker. Du erhältst beim Herstellen von Camps die doppelte Menge. Joa, sowas muss man natürlich alles wissen. Right Away entfernt 30% mehr Strahlung. Jo, das ist doch auch ganz gut. Und Nahkampfkrieger. Nahkampfwaffen gehen 20% langsamer kaputt. Und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 2 herstellen. Baupläne erforderlich. Und außerdem können wir hier den Wiederverwerter mal draufschmeißen. Denn wir wollen ja nachher vielleicht die Gemüsestärke auseinandernehmen. Oder teilweise zumindest. Ja, ein Punkt bleibt übrig. Was hätten wir denn da noch? Ach hier, Munition für Energiewaffen wiegt 30% weniger. Das könnten wir ja draufnehmen. Solange wir nichts anderes haben. Ja, ist doch vielleicht ganz praktisch. Dann hoffe ich, dass unsere Nachbarin uns ein bisschen Holz auf den Boden wirft. Ich frage mich aber gerade, ob sie vielleicht noch Holz hat, das nicht unbedingt in großen Mengen da schon gepackt ist. Denn die Großmengen, die würde ich dann doch lieber verkaufen. Ja, sieht gerade sehr gut aus.
Mit dem Holz. Prima. Ja, da frage ich mich doch jetzt, ob wir das ganze Wasser jetzt abkochen sollen sofort. Nee. Ich glaube, die Idee, die ich vorhin hatte, die war besser, dass wir das schmutzige Wasser einlagern dann lieber. Und aus dem Grund eben, weil wir ansonsten jetzt das Holz verbrauchen. Abgekochtes Wasser sollten wir aber doch herstellen können, oder? Abgekochtes Wasser. Wir können nur 255 herstellen. Wir brauchen aber immer nur ein Holz. Ja, dann können wir eigentlich doch 255 können wir eigentlich doch herstellen, oder? Warum so wenig? Übersehe ich jetzt gerade irgendetwas? Vielleicht ist 255 das Maximum. Ah, 255 ist das Maximum. Ja, okay, dann denke ich, machen wir noch mal 100 mehr. Ja, das Holz geht ja ganz schön drauf dabei und wir wollen ja noch andere Sachen damit machen. So, dann haben wir jetzt also das abgekochte Wasser. Das müssten 300. Ja, das müssten sowas um die 355 sein. Und wir haben ja unseren Super-Duper drauf. Also sollten wir abgekochtes Wasser etwas mehr haben. Da haben wir 164 mehr als 100 Teile abgekochtes Wasser haben wir durch Super-Duper dazugekriegt. Finde ich Super-Duper. Ast rein. Und jetzt geht's an die Gemüsestärke. Nützliches Gemüsestärke. Auch hier vermute ich mal, 27 können wir nur herstellen. Ach so. Und dann war es das, weil wir immer zwei brauchen hier. Ah, daran hatte ich gar nicht gedacht. Das ist aber auch teuer. 27 mal aufbereitetes Wasser. Aufbereitetes Wasser brauchen wir dafür jetzt echt. Für Gemüsestärke brauchen wir gar nicht das abgekochte Wasser, sondern das aufbereitete. Wow. Ja gut, dann Nachbarin, gibt es noch aufbereitetes Wasser? Kannst du gerade mal gucken, ob du da was auf Lager hast? Das ist bei Essen und Trinken, müsste das sein. Und aufbereitetes Wasser. Okay. Aber wir haben auch noch aufbereitetes Wasser hier drin. Und zwar ordentlich. Und da nehmen wir auch mal ordentlich raus jetzt. Denn wir wollen ja ordentlich Gemüsestärke herstellen und dann in der nächsten Folge halt mal gucken, was wir verkaufen. Großmengen Kleber besser oder Gemüsestärke? Beim Preis, denke ich, werde ich so mal bleiben, wie es jetzt ist. Oh, jetzt können wir 30 maximal herstellen. Joa. Das sind 30 wegen der Mutterbeeren. Dann sind wir an der Grenze der Mutterbeeren. Ich denke aber auch, dass wir das jetzt mal so herstellen. Ich sehe da jetzt keinen Grund dafür, weshalb wir das nicht machen sollten. So, damit hätten wir die Gemüsestärke einmal. Na, es sind schon ein paar mehr. Wo ist es? Gemüsestärke. Das müsste bei Schrott sein, oder? Gemüsestärke 35, jawohl. Ja, da haben wir 5 Teile also zusätzlich bekommen für unseren Super Duper. Und jetzt schauen wir doch mal, dass wir das verwerten. Gemüsestärke.
Und wie viel wir da jetzt rausbekommen? Super Duper ist drauf und wir haben den Wiederverwerter einmal drauf. Den können wir noch etwas verbessern. Also Gemüsestärke. Nehmen wir die 30 mal und gucken, was wir da rausbekommen an Kleber. Jeweils 2, das müssten dann ja 60 sein. Ja. Und wir bekommen keinen Bonus. Genau 60. Da frage ich mich jetzt gerade, haben wir den Wiederverwerter eigentlich drauf? Der Wiederverwerter ist drauf. Du erhältst mehr Komponenten beim Verwerten von Waffen und Rüstung. Ach so, ich dachte, der würde auch bei... Okay, bei Schrott würde der auch funktionieren. Na gut. Da hat Super Duper dann jetzt also keinen Einfluss drauf. Na schön, sonst wäre das ja auch doppelt gemoppelt. Okay, dann gucken wir uns in der nächsten Folge also mal an, was wir für den Kleber nehmen, was wir dafür bekommen und wie es mit der Gemüsestärke aussieht, den einzelnen Klebern und den Großmengenkleber also. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir vor allem Gemüsestärke und Kleber hergestellt. Wir haben ein bisschen geerntet. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.